mich, dass ihr wieder bei meiner Kochtour dabei seid. Ich möchte euch heute Bumbasao vorstellen. Das ist eine Reisnudel mit Rindfleisch, mit verschiedenen Kräutern und Fischsoße. Fangen wir an. Dazu braucht ihr 300 Gramm Rindfleischfilet, ein Esslöffel Fischsoßekonzentrat, einen halben Teelöffel Pfeffer, ein Teelöffel Öl, drei Knoblauchzehen, 1,5 Esslöffel Zitronengras, die habe ich schon zerkleinert, eine große Zwiebel, 250 Gramm Reisnudeln, sind so fein. Dann habe ich noch ein bisschen Salat, eine halbe Gurke, Koriander, Pfefferminze und circa 3 so Zwiebellauch, 200 Gramm Sojasprossen, eine halbe Karotte und hier Erdnüsse, die habe ich schon angeröstet und zerkleinert. Ich fange an und schneide jetzt das Fleisch kleiner in wirklich dünne Streifen. So, tue es in eine Schüssel. Als nächstes schneiden wir den Knoblauch. Als nächstes könnt ihr Chilischote nehmen, wenn es aber zu scharf für euch ist, könnt ihr die komplette Chilischote natürlich weglassen. Wir machen es ein bisschen rein, auch wieder klein hacken. Ich nehme jetzt Zitronengras, einen Esslöffel, kann auch ein bisschen mehr sein, je nach Geschmack eben. Dann Knoblauch, circa einen Teelöffel, dann einen Teelöffel Öl, Pfeffer und Fischsoßekonzentrat. Und eben optional dann Chili. So, jetzt verrühre ich das Ganze. So, jetzt lasse ich das Fleisch 10 Minuten stehen, damit es einwirken kann, und währenddessen schneide ich das Gemüse und mache dann die Reisnudeln. Nun schneide ich die Zwiebel, halbiere die Zwiebel und schneide sie so in Stücke. Als nächstes den Salat in feine Streifen. Die Gurke auch dann in feine Streifen. Den Koriander auch fein. Dann die Pfefferminze. Dann Zwiebellauch. Und dann lege ich das in eine extra Schüssel, weil das tun wir nachher noch mit Öl anbraten. Die Karotten in feine Streifen und die werde ich in die Fischsoße noch einlegen. Wir werden jetzt die Reisnudeln aufkochen. Hier habe ich einen Topf mit Wasser aufgesetzt. Wenn das Wasser gekocht hat, tue ich dann die Reisnudeln rein. Ich tue die Reisnudeln jetzt rein, das Wasser kocht jetzt. Und lasse es circa 5 Minuten dann darin. Während die Reisnudeln drüben kochen, werde ich jetzt 3 Esslöffel Öl nehmen. Dann tue ich auch den Zwiebellauch rein. Und nur leicht andünsten. Der Zwiebellauch wäre jetzt so fertig, dann schütte ich es um in eine Glasschüssel. Also bei den Reisnudeln geht es auch sehr schnell, weil die sehr dünn sind. Also sie sind so auch fertig und ich schüttle es in ein Sieb um und
spüle das dann mit kaltem Wasser noch durch. Ich spüle das kurz durch mit kaltem Wasser und lasse es gut abtropfen. Dann werden wir Knoblauch andünsten und Zitronengras von vorhin noch den Rest. Also ihr könnt auch gerne weniger nehmen, also je nach Geschmack eben. Zwiebeln noch ein. Riecht dann so lecker, Zitronengras und Knoblauch und Zwiebeln zusammen. Da kriegt man gleich Hunger. Jetzt werde ich noch das Fleisch reintun. Nun servieren wir Bumbosau, also Reisnudeln mit Rindfleisch. So, jetzt dann etwas Salat, etwas Gurken, Pfefferminze, Koriander und die Sojasprossen. Die ich vorhin angedunstet habe. Dann das Fleisch. Und dann Erdnüsse. Und zuletzt Fischsoße mit Karotten. Das ist ja ein Muss in der vietnamesischen Küche. Die Fischsoße, die habe ich euch ja im vorigen Video schon gezeigt. So wäre Bumbosau fertig. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!